Ich könnte ein halbes Schwein fressen. Was ist denn das jetzt hier? Oi, Alter. Alter, die Jungs. Oi, oi, oi. Was war da so schlingrig jetzt? Ne, Bockwurst haben die ja nicht. Nur Wiener. Ja, zwei Wiener. Zwei Wiener sind auch eine Bockwurst. So, wir sind wieder in Bad Kösen gelandet. In dem Bad der Kösen. Hier baden die Kösen jeden Tag. Da hinten ist nochmal das Gradierwerk zu sehen. Warte mal, können wir einen Blick riskieren. Da sehen wir es. So. Wenn es Nacht wird in Paris, gehen die Lichter aus. Wenn es Nacht wird in Paris, gehen die Lichter aus. Gut, 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 Ruhn. Gut, Ruhn. Oh, war jetzt ein bisschen geschlingert. €2,09, Alter. Aber so schön hier mit den Bäumen und so, gefällt mir gut. Ist auch irgendwie so schönes, ein schönes Örtchen irgendwie. Hier haben wir hier vorne irgendwie so eine Schule, ist das, glaube ich. Klosterpforte oder sowas heißt das. Oder nee, Schulpforte. Heißt das Schulpforte? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie auch... Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht für irgendwie Geschichte oder so ein Kram interessiere oder irgendwie Geografie oder sowas. Mache ich schon, aber ich vergesse halt viel. Ich kann mir das alles gar nicht merken. Ich bin auch wirklich interessiert, mal in ein Museum zu gehen und mir alles anzugucken. Wir waren mal in Berlin im, wie hieß das? Ach, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Bergamon-Museum. Und da war ich wirklich erpicht, hab mir da so ein, kriegst ja so einen scheiß Kassettenrekorder umgebaumelt, der da irgendwas erzählt, wenn du vor irgendwas stehst, was es ist. Aber so nach 2 Stunden hing mir die ganze Scheiße schon zum Hals raus und ich habe nach 3 Stunden nicht mehr gewusst, was ich in den ersten 5 Minuten gesehen habe.
ich ziehe einfach vorbei. Nimmt der mir die Freude an der Kurve, Alter. Ach so, wir müssen ja jetzt wieder irgendwie anders fahren. Wir können ja nicht. Wir müssen ja wieder über die Henne fahren. Naumburg Henne. Ja, wird hoffentlich irgendwie ausgeschildert sein. Thüringer Pforte. Oh, ich habe so einen Hunger irgendwie. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich könnte ein halbes Schwein fressen. So, ey, es ist 17.34 Uhr. Das ist doch der Wahnsinn, wo die Zeit geblieben ist. Hier, alte Bahn. Alte Straßenbahn. Das ist jetzt kein. Ist das jetzt noch ein reguläres Verkehrsmittel oder ist das jetzt hier nur so, wie sagt man, Attraktion, Besucherattraktion? Aber sieht aus wie ein reguläres Farbmittel. Da saß eine Person saß drin, traurig rausgeklotzt aus dem scheiß Fenster. Herüberspaziert mit euch. Danke fürs Blinken, Junge. So, Naumburg. Henne. Naumburg Henne. Was blinkt da vorne? Das sieht gar nicht gut aus. Sowas will der Matze nicht sehen. Krankenwagen oder was? Oh, das sieht da komisch aus. Na, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Doch, Krankenwagen. Blütengrund. Ich glaube, Blütengrund ist so. Was ist denn das jetzt hier?
Was ist mit ihr eigentlich? Fährt die heute noch oder nicht? Mann, Großmutter, ey, du machst hier das Treiben verrückt, Junge. Was ist denn hier los, Alter? Polizei! Hä, was war da los? 1000 Krankenwagen, 1000 Polizeiautos. Was sollte das sein? Ich habe auch nichts gesehen, irgendwie keinen Unfall oder sonst irgendwas. Was war das? Oh, es riecht nach Essen. Oh, es riecht nach Essen. Oh. Oh. Oh, lecker Schnitzel. Oh, ich gehe ein, Alter. Ich gehe ein. Oh, ob ich einkehren soll, doch? Na, ja, ich weiß nicht. Oh, das hat aber lecker gerochen, sage ich euch. Oh. Ob ich überhaupt noch was kriege, ob der Laden, das ist ja ein Eiscafé, ob der überhaupt noch so lange offen hat, bis ich jetzt da bin. Oi, Alter. Alter, die Jungs, wie die Geisteskranken. Geile Typen. Die fahren die Kurve wahrscheinlich bestimmt nicht zum ersten Mal. So, hier war doch irgendwo eine Kreuzung, wo wir vorhin... Ah, hier ist das, hier ist das. Gut, dann geht's jetzt hier... Groß-Jena, so machen wir das, oder? Groß-Jena, ja, sind wir vorhin auch gefahren. Wahrscheinlich geht es auch geradeaus nach Freiburg oder so, aber so gucken wir uns nochmal Groß-Jena an. Hier waren ja auch die Pferde, ob sie mich wiedererkennen? So, hier mal ein bisschen ruhig machen, nicht dass sie, naja, gut, die steht jetzt nicht mehr vorne an der Straße. Aber nicht, dass sie trotzdem hier einen Herzkasper kriegen. Aber sie sind ziemlich relaxed.
Uiuiui, was war da so schlingrig jetzt? Jetzt war es wirklich rutschig. Junge, das Bein draußen, ihr habt wie Marc Marquez. Keine Ahnung, was jetzt hier los war. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Die ganze Zeit haben wir eigentlich guten Grip gehabt, irgendwie. Ob ich zu steil so reingelenkt habe oder was? Nee, keine Ahnung. Es war jedenfalls sehr mysteriös. Pizzeria. Naja. War das hier? Ja, ich glaube hier. Das weiß ich nicht, warum die Maschine jetzt vorne so ins Schlingern gekommen war. Aber das habe ich ja auch noch nicht erlebt, du. Das muss ich mal so sagen. Und der Laden hat noch offen, wie es aussieht. Da zwirbel ich mir eine Bockwurst rein. Ne, Bockwurst haben die ja nicht. Nur Wiener. Ja, zwei Wiener. Zwei Wiener sind auch eine Bockwurst. Würde ich sagen.